Highlight, Ernie und Bert. Und oh, hier ist ja fast die ganze Sesamstraße. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, Björn in Atlanta. Und zwar waren wir im Worlds of Puppetry Museum in Atlanta. Das ist das Museum, wo die Puppen von Jim Henson ausgestellt sind. Beginnt mit der Sesamstraße, dann über die Muppet Show. Dunkler Kristall, Labyrinth und Fraggles. Fraggles, genau. Und wir waren dort ganz alleine und zeigen nun mal eine komplette Museumstour. Von Anfang bis Ende sind wir mit der Kamera durchgelaufen. Damit ihr nicht extra nach Atlanta müsst und auch keinen Eintritt zahlen müsst. Richtig. Kostenlos. Viel Spaß dabei. When we first came up with these characters, we didn't really know how they would make them. We had to get through a couple of years of working on this stuff.
Ja, das ist hier so die Zeit, wo ich das geguckt habe, Sesamstraße, in den Anfängen der 70er Jahre war das. Kennt alle noch, die heißt hier Susanne, die hieß, der heißt Bob, Herr Huber. Nee, der heißt Bob und das ist Gordon und das ist der Bibo, der hier ja Big Bird genannt wird. Total der Hammer hier, was man hier sieht. Und dann hier, ja, klar, Annie und Bert, die liebe ich ja, die beiden. Vor allem mit den deutschen Synchronstimmen, einfach der Hammer. Besser als im Original noch. Da muss ich sagen, diesen kenne ich gar nicht hier so. Aber dann hier, Grobi und Krümelmonster, das ist Elmo. Das ist Elmo und das ist Krümelmonster. Ja. Meine ich auch. Und dann kommen wir noch zu zwei Favoriten aus der früheren Zeit. Da ist er, Bibo und der Grießkram Oskar in der Mülltonne. Also das ist echt Hammer gerade. Der war bei dir bestimmt so eine Vorbildsfigur, oder? Natürlich. Sieht man. Ich filme jetzt, ne? Ja, du bist aber da. Ja, mach ich auch. So, hier gibt es solche Handpuppen. Und hier ist dann genau die Technik, mit der die Sesamstraße und die ganzen Sachen gedreht wurden. Was kann ich denn noch Also jetzt kommt es zu meinem Highlight, also wirklich, Sesamstraße war schon krass, aber jetzt steht Augra von der Dunklen Kristall neben mir. Hier ist dann dieser Saal, wo die ganzen Skicks standen von der Dunklen Kristall und diesen Dunklen Kristall mal angeglotzt haben. Dann ist hier das Kostüm von Kira und auch wirklich cool. Also hier sind noch so einzelne Teile. Also hier ist zum Beispiel so ein Skeg-Kopf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dinger vereint hießen, als sie mit diesen anderen Parallelviechern da zu einem wurden. Aber dann sahen die Dinger so aus und waren solche Geister. Da sind wir schon bei Labyrinth. Aber hier ist auch noch was von dem Kindesteil. Von diesen Viechern hatte ich früher tatsächlich ganz schön Schiss, als ich den Film geguckt habe. Also ich weiß noch, ich habe Träume gehabt. Da standen die da bei mir vor der Tür. Naja, das ist was anderes. Dann haben wir hier so die von Labyrinth jetzt, die Wächter. Ich glaube, da ist sie durch so eine. Was war das nochmal? Das Ganze hat zwei Seiten. Welche von den Wächtern haben gelogen und manche haben die Wahrheit erzählt. Weil hier auf der anderen Seite sind auch noch welche. Da ging es ja darum, dass dieses Mädchen da durchs Labyrinth zu dem König der Kobolde findet und kleinen Bruder wieder kriegt. Hier ist diese. Die können ja auch sprechen, die Viecher, da muss man sich für eine Tür entscheiden. Das war echt geil. Dann haben wir hier Hoggle. Das ist wahrscheinlich so ein Kobold als Kanonenball. Ja, Ludo haben wir hier. Dann haben wir hier noch diese Viecher, die ihre Köpfe abnehmen konnten. Und dieser Wurm. Der war aber im Film etwas kleiner. So, jetzt hat der Stefan ein Fotoalbum hier hingelegt, ein etwas älteres, denn jetzt geht es zurück ins Jahr 1996. Da war in Bremen mal eine Ausstellung mit den Figuren von Jim Henson und ich kann das ja mal zeigen. Also beginnt mit dem Dunklen Kristall, hier haben wir die zwei Hauptfiguren.
Darsteller, einmal Yen und ich bin mir nicht sicher, wie sie heißt. Kira, Kia, auf jeden Fall zweite Hauptfigur. Ist bei mir auch ein bisschen her und ja, so sah Stefan da noch aus. Finde ich irgendwie echt heftig. Habe ich noch nie so gesehen. Und so sah auch aus, heftig. Weiter geht's, denn hier in Bremen wurde der Ernie und Bert wurden beide gestohlen, wie es scheint. 10.000 D-Mark Belohnung. Ja, krass. Ich dachte nur, Ernie wäre gestohlen worden. Die wurden nicht in Bremen gestohlen, aber das war eine Wanderausstellung. Und, deshalb waren sie hier nicht ausgestellt. Nö, wäre ja mal wieder typisch für Bremen. Weiter da unten haben wir das Tier. Finde ich von den Muppets am coolsten. Und ja, ich weiß nicht, wie sie heißen. Wir nennen die immer die Herrschaften oder keine Ahnung. Wir machen uns auf jeden Fall unter der Familie oft über die ein bisschen lustig, weil wir die sehr lustig finden. Wissen aber trotzdem nicht, wie sie heißen.